Britney trägt Lederklamotten und sitzt auf einer Harley. Christina Aguilera kriegt wegen wilder Partys Hausverbot in einem Hotel. Also da kann man schon wirklich von einer Rock'n'Rollisierung des Popgeschäfts reden. Und da macht jetzt auch die deutsche Britney Spears mit. Jeanette GZSZ Biedermann erzählt nicht nur eben, wie hart sie für ihre Tour gearbeitet hat, dass sie da fast 2 Stunden auf der Bühne rackert. Nein, sie schenkt uns in einem neuen Clip das erste Gitarrensolo. Jawohl! Aber keine Panik, ansonsten gibt sie Jeanette, die ihr kennt, im Clip zu Sunny Day. Das war J-Love nach dem eher groovigen Duett mit Kool Savas, diesmal im balladesken Herzschmerz-Glashaus-Teil. Und wir schauen mal weiter, was musikalisch so geht in Deutschland. Von Rödelheim geht's jetzt nach Nettetal zu Sasch. Der hat ja mit ein paar anderen Kollegen den Briten gezeigt, dass Deutschland den Tommys noch was anderes als erfolgsorientierten Fußball aufzwingen kann, nämlich haufenweise Dance-Tracks. Und weil Sasch in seiner Jugend auch mal kurz vor einer Karriere als Torjäger stand, widmet er sich dem Thema WM, Japan und Südkorea auch musikalisch. Hier ist Dan Barré. Da müssen wir jetzt nicht um den heißen Brei drumherum reden. Der deutsche Hip-Hop steckt in der Krise. Das weiß man sicher am besten in der Hauptstadt der fetten Beats in Hamburg City. Und während die 5 Sterne und die absoluten Beginner sich deshalb vornehm zurückhalten, macht einer ohne Gnade weiter. Ihr könnt es euch denken, von wem ich rede. Ferris MC alias Fettig MC alias Marilyn Mongo. Mit seinem Produzenten Tobi Tobsen wandelt Ferris auf dem schmalen Grat zwischen Glanz und Elend, Charts und Sozialamt, Genie und Wahnsinn. Viel zu spät. Christina Million ist zwar erst 20 und sieht, wenn ich dem männlichen Teil der Neu-bei-Viva-Redaktion glauben darf, ziemlich schnuckelig aus und die hatte auch schon ein paar Hits. Aber, und das wollen wir doch mal festhalten, sie ist keins dieser typischen R&B-Püppchen. Nee, Christina hat nämlich schon für J-Lo den Hit Play geschrieben und will in spätestens 5 Jahren ihr eigenes Label haben. Und noch früher mit dicken Geschichten in diversen Magazinen drin sein, wie zum Beispiel in der Viva Bums. Da gibt's nämlich heute Stories über Sophie Alice Baxter und ein Interview mit Martin Gore von Depeche Mode.